Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rise of the Tomb Raider. Wir sind hier wieder mit Madame Croft unterwegs auf den Spuren einer mysteriösen Hexe. Zeigt sie sich jetzt? Weiß ja nicht. Ich kann mittlerweile auch meine Sachen wieder nutzen. Au. Oh. Okay, soll ich vielleicht doch mal was aufs... MG wechseln. Ich weiß nicht, Sporty unendlich. Will ich doch ganz gerne mal hier raus. Von überall kommen sie hier. Kann ich erstmal nichts machen. Ich kann ich aber mal erledigen. Aua. Kann ich hier wieder hoch? Nein. Ja, scheinbar ist das echt tatsächlich dann diese Pflanze. Wir müssten scheinbar dann mal, oder ich gehe mal davon aus, wir müssten uns jetzt mit Gasmaske besorgen und dann gehen wir da wieder zurück. Dann hauen wir die Hexe platt, die dann wahrscheinlich überhaupt nicht mehr existiert. Okay. Gehen wir mal drüber. Klettern wir mal hier hoch. Schön. Was mitzunehmen? Da hinten gäbe es was mitzunehmen. Aber da komme ich zumindest von hier mal nicht hin. Das sieht eigentlich schon etwas besser aus gerade. Oder? Vielleicht ist es einfach nur eine Dings gewesen. Aber was sagt die Karte? Die Karte sagt, hier ist nichts. Okay, gut. Jemand war hier vor kurzem. Hat auf den Ruinen aufgebaut. Was siehst du? Eine Art provisorische Destille. Nicht genau wie die Blumen. Scheiße. Na klar, sie verfeinert den Pollen.
Mach ihn zur Waffe. Es gibt hier keine Magie, Nadia. Nur eine sehr schlaue Person. Aber warte. Wenn sie nur ein Mensch ist, würde der Pollen nicht auch bei ihr wirken? Wenn sie dagegen ankommt, können wir es auch. Mhm. Wenn es denn eine Frau ist. Das vielleicht mal auf. Und, ah ja, okay, damit können wir das dann einsammeln, denke ich. Ah, okay, warten wir noch ein bisschen. Hat geklappt. Dann machen wir hier nochmal auf. Dankeschön. Wochen sind vergangen, seit mich die Mistkerle vom Gulag in dieses seltsame Tal verschleppt haben. Weg von Ivan und meiner Tochter. Sie haben mich beauftragt, einen Weg zu finden, die seltsame Wirkung des Pollens zu bekämpfen, der in der Luft hängt. Ich glaube, jetzt habe ich eine Formel, die wirken könnte. Ein Extrakt aus den Samenkapseln der Pflanzen. Die Leber von Tieren, die die Blumen fressen und die Toxine im Stoffwechsel haben. Ein Phenothiazin-Derivat. Die letzte Zutat ist ein Risiko. In der Gegend um den Gulag wird das Mittel in großen Mengen als Insektizid verwendet. Aufgrund der chemischen Ähnlichkeit mit anderen Verbindungen, die ich studiert habe, könnte es auch als rudimentäres Neuroleptikum fungieren. Oder es könnte giftig sein. Ich werde die Mischung heute an mir selbst testen. Ich habe etwas gefunden. Einer der Gefangenen hat eine Formel aufgeschrieben, die dem Effekt des Pollens entgegenwirken könnte. Das muss von meiner Großmutter sein. Die Hexe hat sie umgebracht und jetzt wird sie helfen, Großvater zu retten. Genau wie in seinen Geschichten. Nadia. Hab Vertrauen, Lara. Geh zurück zur Sowjetanlage, wo wir uns getroffen haben. Ich helfe dir zu finden, was du brauchst. Yep, alles klar. Gut. Naja, Zeitverlust haben wir. Wir haben Ladezeiten, liebes Spiel. Mir fehlen die Worte, zu beschreiben, was ich gerade gesehen habe. Ich ging ins gottlose Tal, um Nadias Großvater zu suchen. Doch ich kam gerade noch mit dem Leben davon. Es war wie ein Märchen oder in einem zerbrochenen, schmutzigen Spiegel. Und, Dad, mein Gehirn weiß, dass alles nur meine Fantasie war, doch der Schuss halt noch in meinen Ohren. Dort drin geht etwas Furchtbares vor. Und ich glaube zwar nicht, dass es Zauberei ist, aber es ist außergewöhnlich. Ich muss herausfinden, was hinter all dem steckt. Aber zuerst muss ich einen Weg finden, um klar zu sehen. Und aufsteigen. So, was... Warte mal, Jäger wollte ich, glaube ich, noch was machen, oder? Doppelschuss war, glaube ich, auch ganz witzig. Natürlich und künstlich, ja, ist vielleicht auch nicht verkehrt. Während Sie mit vollständig gespanntem Bogen zoomen, können Sie mehrere Ziele anvisieren, indem Sie für kurze Zeit auf sie zielen. Nach dem Auslösen treffen die Pfeile mehrere Feinde gleichzeitig. Rote Zielsymbole zeigen an, wie sie die Ziele und die Position der Markierung gibt Aufschluss darüber, ob die Schüsse treffen werden, entweder Körper oder Kopf. Gut. Bin ich mal gespannt, was das wird. Okay, dann geht's mal ab zurück. Warte mal, da hätten wir direkt was. Direkt einsammeln. So wirklich kurz in die Ladezeiten ja auch nicht, aber es geht halt noch. Wie gesagt, es läuft halt immer noch nicht auf einer SSD, obwohl ich langsam überlege, mir wirklich mal eine SSD zuzulegen. Preise sind da ja rapide gefallen. Problem ist halt, also ich müsste es halt entweder
Ich müsste es halt entweder dann in meinen Festplattenkäfig reinhauen. Okay, Nadja. Ich bin zurück bei der Anlage. Hast du einen Tipp, wo ich suchen soll? Okay, okay. Zuerst die Samenkapsel. Die Blumen wachsen in den Höhlen in der Umgebung. Es sind nie genug, um dich krank zu machen. Da solltest du ohne Gefahr welche davon sammeln können. Die Lebern sollten einfach sein. Die Hirsche dort fressen diese Blumen. Du musst sie also nur aufspüren. Wegen des Insektizids habe ich eine Idee, wo wir etwas davon finden können. Großvater hat mir beigebracht, Russisch zu lesen. Ich gehe gerade alte Ausrüstungsverzeichnisse durch, um zu sehen, wo sie es aufbewahrt haben. Ich sag Bescheid, wenn ich es gefunden habe. Okay, dann werde ich jetzt die anderen Vorräte sammeln. Okay, das hat funktioniert. Usch. Ja, also wie gesagt, die Preise sind ja doch rapide gefallen. Allerdings ist bei mir halt das Problem, ich müsste halt an der SSD-Halterung von meinem Gehäuse anzubringen, müsste ich halt komplett dem Mainboard wieder rausholen. Und das ist dann doch etwas stressig. Oder halt mit einer Schiene eine Halterung in den Festplattenkäfig anbringen. Allerdings hat das dann auch den Nachteil, dass... Ich weiß nicht, gibt's VCA Express Erweiterung für SATA-Anschlüsse, weil ich halt schon, dadurch, dass ich halt so viele Festplatten in dem Rechner schon drin habe, alle SATA-Anschlüsse auf dem Mainboard verbraucht habe im Moment. Oder ich gehe halt hin und werde einfach dann jetzt meine 2 TB Spielefestplatte rausholen und dafür dann eine 1 TB SSD einbauen. Das wäre halt auch noch eine Möglichkeit. Naja, mal gucken. Im Moment ist es ja alles noch in Ordnung und geht alles noch so weit. Ich habe ja schon mal gesagt, so die wirklich extrem nervige Ladezeiten hatte ich bisher eigentlich nur bei den Need for Speed Teilen und bei ein paar der Need for Speed Teilen und bei Fallout 4. Gibt's da drin dann auch Münzen? Wäre auch nicht verkehrt. Okay, rein da. Ich glaube, da war ich auch nicht. Vielleicht ist das sogar die letzte Höhle, die wir noch brauchen. Ja? Yay. Sehr gut. So, dann suchen wir doch mal hier alles. Klopf, klopf. Zwei Münzen. Na gut, vielleicht gibt es ja noch mehr. Soll nicht der einzige Haufen hier gewesen sein. Haufen Münzen. Das sind die Blumen. Jetzt brauche ich die Samenkapseln. Ist klar. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir auch weiter gucken. Na, guck mal. Kleinvieh macht auch Mist, denke ich. Lara, das hier willst du sicher hören. Ich halte dich rein. Team Bravo wird noch vermisst. Seit dem Notruf haben wir keine Übertragung mehr bekommen. Wir müssen ein Rettungsteam losschicken. Beendet die Patrouille bei der Sowjetanlage. Versucht die Spur des einheimischen Mädchens aufzunehmen. Sie hat was mit dem Verschwinden von Bravo zu tun und wir brauchen mehr Infos, bevor wir weitere Leute reinschicken. Verstanden? Na gut, macht ihr mal. Ich bin in einem alten Unterschlupf und habe draußen Seilfallen aufgestellt. Im schlimmsten Fall gibt es einen Tunnel, durch den ich fliehen kann. Aber ich muss die Liste noch fertig lesen. Ist das normal für dich, Lara? Ich bin das nicht gewohnt. Also, dass man mich umbringen will. Ich glaube nicht, dass man sich daran gewöhnen kann. Also, pass auf. Okay. So, jetzt aber. Der Baumeister des Propheten.
Ah, fast unser Griechisch auch ein wenig aufgebessert. Können wir das auch? Da können wir leider nicht weiterschauen. Auch hübsch. Genau, ich würde gerne dahin. Klappt das mit einem beherzten Sprung? Nein, klappt es nicht. Ist hier unten was? Nein. Na gut, schaue ich mich noch ein bisschen weiter um. Was hast du denn da Schönes? Ah ja. Städte baut man nicht mit Plänen allein. Man braucht Material und jemanden, der weiß, wie man baut. Damien war dieser jemand. Es heißt, er konnte Steine nur aus einer Handvoll Erde und einer Zunderbüchse brennen. Sein Handwerk soll göttlich inspiriert gewesen sein. Seine Hand gab den Träumen der Architektin eine Form. So, genau, griechische Stufe 4. Cool, cool. Na, dann schwimme ich mal weiter. Ah ja, sehr schön. Es geht hier auch weiter. Jetzt komme ich ja, oder? Die Grabkammer ist halt dann gleich so ein bisschen das Ende hier, oder? Kann das sein? Dieses Belohnungsende dieser Höhle. Ah, okay. Nee, doch nicht. Aber gut zu wissen. Ey. Boden. Mhm. Bogen. Boden ist das hier auch. Also es ist auch hier antiker Boden. So, was haben wir denn sonst noch? Münzen? Cool. Scheinen immer nur zwei Münzen zu sein. Das sieht hier nach deutlich mehr aus. Okay. Ach, hätte ich auch einfach durchspringen können. Ne, okay, von der Seite nicht. Dann hat es ja doch Sinn gemacht, dass wir den Umweg hier genommen haben. Oh ja, mal gucken, wie dieser Bogen so ist, wenn wir den fertig haben. Aber Moment. Dann glaube ich hier erstmal andere Sorgen. Okay. War es das eventuell auch schon mit dieser Höhle? Das sieht mir aber alles noch relativ nah aus. Ja, ich glaube tatsächlich. Der Krypta-Eingang, den haben wir ja. Auch da gibt es auch noch Münzen. Ich glaube, da durchschlagen. Können wir uns erstmal nicht mehr. Mit diesen Überlebensverstecken, sind das die, wo wir den Dietrich für brauchen? Ich will es mir ja dann doch mal anschauen. Aber dann war das wirklich doch alles erstmal. Das war dann hier die Belohnung. Wir können wieder gehen, oder?
Würde ich ja mal sagen. Das erste bringt mich das hier, glaube ich, nicht weiter. Warte mal. Da war gerade noch was. Nee, okay. Der Schild hat nur geblitzt. Na gut, angeblich ist hier noch ein Münzversteck direkt vor mir. Nehmen wir doch das mal. Immerhin 7 Münzen. Auch okay. So, dann schauen wir mal. Da hinten wird wahrscheinlich noch so ein Hirsch sein. Ich mal von aus. Verbündete. Noch mehr optionale Missionen. Ach, ich meine, wir können es ja mal mitnehmen. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja alle Zeit der Welt. So ziemlich. Na, Wölfchen. So, die haben wir, glaube ich, damals schon geplündert. Haben wir mal in diese Höhle. Na, ich glaube, ich gehe mal auf die Knarre auch gerade. Sicher ist sicher. Scheinbar ist hier drin nichts. Doch. Ah ja, einmal, zweimal. Können wir dich, ne, plündern. Jetzt brauche ich noch Hirschleber. Danke für ein köstliches Gericht zubereiten. Yam, 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 yam. Die Hirschleber ist jetzt wo? Keine Ahnung, wird nicht angezeigt. Hey, warte auf mich. Das geht doch nicht weg. Naja, schauen wir in der nächsten Folge mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.